sondern ich habe klar gesagt, dass Björn Höcke mitten in der AfD steht und so ist Mitte ja auch zu verstehen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Dr. Gauland hat das wunderbar erklärt. Dem ist nichts hinzuzufügen. Herr Jung, bitte. Herr Gauland, Herr Höcke darf laut Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden. Er gilt als Rechtsextremer. Das heißt, in der Mitte der Partei steht und ist ein Faschist. Herr Gauland, habe ich Sie richtig verstanden? Sie wissen, dass es Unsinn ist. Sie wissen, dass bei uns die Meinungsfreiheit in manchen Dingen für mich zu weit geht. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht wiederholen, was auch die frühere Bundesministerin und Grünen-Abgeordnete genannt werden darf. Ich will das gerade weglassen. Also diese Art von Zuschreibungen wollen wir gar nicht erst aufrufen. Denn natürlich ist die Meinungsfreiheit leider etwas, was manchmal in einer Weise repräsentiert wird, die ich persönlich für falsch halte, auch wenn es um eine Grüne wie Frau Künast geht. Und von daher ist es natürlich völliger Unsinn, dass Herr Höcke ein Faschist ist. Und von daher muss ich mich mit den Themen nicht weiter auseinandersetzen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Menschen nicht mehr wissen, was Faschismus ist. Ich habe als Kind noch erlebt, wie mein Vater von der Gestapo vernommen wurde, weil er mit einigen Offizieren befreundet war, die im Ersten Weltkrieg waren und dann im Umkreis des 20. Juli standen. Und kurz nach 45 ist mein Vater dann von der GPU verhört worden. Ich habe das dumme Gefühl, die Leute, die so reden, wissen nicht mehr, was Faschismus ist. Und deswegen halte ich überhaupt nichts davon, solchen Zuschreibungen auch nur zu diskutieren. Das Gericht wertet die Zuschreibung ja auf Basis einer überprüfbaren Tatsachengrundlage, dass Herr Höcke ein Faschist ist. Herr Gauland, das stört Sie offenbar nicht. Der Mann hat unter dem Pseudonym Landolf Ladig NS-verherrlichende Texte laut Verfassungsschutz und auch Ihrem AfD-Bundesvorstand veröffentlicht. Das kann ja nicht Ihr Ernst sein. Und Herr Höcke, werden Sie eigentlich gegen dieses Urteil, dass Sie Faschist genannt werden dürfen, vorgehen? Oder ist das Ausdruck eines funktionierenden Rechtsstaates? Ich denke, Herr Dr. Gauland hat dazu eigentlich ausgeführt, viel ist da nicht zu ergänzen. Wir haben das Problem, dass wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der sogar angeblich gebildete Menschen, also die Inhaber eines akademischen Abschlusses sind, nicht mehr über das Minimum historischer Bildung verfügen. Wir haben weiterhin das Problem, dass die Begriffe nicht mehr trennscharf gebraucht werden, sondern inflationär als Kampfbegriffe in die politische Arena geworfen werden, um kurzfristige Erfolge zu generieren. Heutzutage ist jeder ein Nazi, der nicht sagt, Deutschland verrecke. So kann man das schon fast auf den Nenner bringen. Das heißt, diese Begriffe sind entwertet worden, sind nicht mehr trennscharf und können wahrscheinlich von den meisten gar nicht definiert werden. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff Faschismus überhaupt inhaltlich erklären könnten, jetzt mal in 5 Minuten. Über die Probe möchte ich gar nicht machen. Also das ist der Zustand der Sprache. Leider, muss ich sagen. Herr Höcke. Ich verstehe, also ich verstehe Sie nicht. Also jetzt, sehr geehrter Herr, ob Sie das Urteil anfechten werden, Herr Höcke. Wir reden doch jetzt über die Thüringer Landtagswahl, nicht wahr? Ja, aber Sie denken, wir sollten als Faschist durchs Gerichtsurteil, werden Sie dagegen vorgehen? Das war die Frage. Danke. Also nein. I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash. Money, money, I want more money. I don't even know why.